Mein Name ist Jürgen Pohl, ich bin Chefarzt der Gastroenterologie und Leiter der Gastroklinik im Asklepios Klinikum Altona. Mein Name ist Daniel Perez, ich bin der Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Asklepios Klinikum Hamburg Altona. Bin auch Leiter der Gastroklinik im selben Haus, gemeinsam mit Professor Pohl der Gastroenterologie. In der Gastroenterologie haben wir folgende Aufgabe. Wir lernen den Patienten kennen, sichten alle Dokumente. Viele Menschen haben ja schon Untersuchungsbefunde mitgebracht. All das wird zur Kenntnis genommen und dann diejenigen Untersuchungen ergänzt, die dann zur Stellung der richtigen Diagnose noch gebraucht werden. In vielen Fällen kann auch die Therapie danach endoskopisch bei einer Spiegelung über die Speiseröhre und den Magen oder aber über den Dickdarm erfolgen. In vielen Fällen ist es auch notwendig, sich abzustimmen. Wir haben unsere Zusammenarbeit ganz eng mit den Kollegen aus der Chirurgie und da finden wir dann in komplexeren Fällen immer auch den richtigen und für den Patienten angebrachten Weg der Therapie. In der Gastroklinik behandeln wir Patienten, die häufig bereits eine Diagnose haben. Diese wurde in der Gastroenterologie gestellt. Die Patienten brauchen dann in der Regel eine operative Behandlung. Diese kann eine offene Operationstechnik beinhalten oder eben eine minimalinvasive Operation benötigen, wie zum Beispiel mit dem Da Vinci Operationsroboter. Das Besondere an dem Konzept der Gastroklinik ist die gelebte enge Zusammenarbeit. Die Erkrankungen bei den Menschen, die wir sehen, die mit Symptomen kommen, die machen nicht Halt vor verschiedenen Fachbereichen, sondern häufig muss man für die beste Therapie gemeinsam ein Angebot machen. Und das machen wir hier mit den Chirurgen in sehr bewährter Form. Wir kümmern uns sehr, sehr häufig gemeinsam um den Patienten. Und das machen wir gemeinsam, auch wenn man uns häufig im Alltag nicht gemeinsam sieht, wenn nur eine Person sichtbar ist, wie zum Beispiel ich jetzt hier vor der Kamera. Trotzdem kümmern sich im Hintergrund mehrere Personen um den besten Weg und die Therapie des Patienten. Die Patienten haben ganz kurze Wege, auch die behandelnden Ärzte haben ganz kurze Wege, was dazu führt, dass eine sehr effiziente und wirkungsvolle Therapie möglich ist.